Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wollte heute mal eine eher ethisch-moralische Frage mit euch besprechen im Zusammenhang Jobcenter, Verantwortung und Schuld. Bevor ich aber anfange, wollte ich einen kleinen Trigger-Alarm geben für alle, die hier zum ersten Mal dabei sind. Ich gender. Und zwar nicht nach irgendwelchen Regeln, sondern ganz anarchisch, wie, wann und wo ich will. Das heißt, falls sich bei euch der Magen verdreht, bei so viel Fortschritt, von den überholten, konventionellen und langweiligen Regeln der deutschen Grammatik, dann ist dieser Kanal nichts für euch. Dann schaltet jetzt bitte weg. Dankeschön. Jetzt aber zum Thema. Und zwar hatte Totalverweigerer Folgendes geschrieben. Es ist für mich bis heute unglaublich, dass es in diesem in Klammer angeblich besten Deutschland aller Zeiten, Zitat, nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Behörde gibt, in der erwachsene Menschen wie unmündige Kinder behandelt werden. Und man außerdem auch noch versucht, mit Angst und Einschüchterung die Menschen gefügig zu machen. Jede Jobcenter-Mitarbeiterin und jeder Jobcenter-Mitarbeiter, der dabei mitmacht, lädt meiner Meinung nach eine schwere Schuld auf sich. Jede Jobcenter-Mitarbeiterin und jeder Jobcenter-Mitarbeiter, der dabei mitmacht, lädt eine schwere Schuld auf sich. Was ist eure Meinung dazu? Lädt jeder Jobcenter-Mitarbeiter, der durch das aktive Mitwirken an dieser Jobcenter-Maschinerie eine schwere Schuld auf sich? Und ich meine jetzt nicht die gemeine, bösartige Jobcenter-Fachkraft, die unrechtmäßig Drohungen ausspricht, die unrechtmäßig Leistungen einstellt, die unrechtmäßig sanktioniert. Ich meine nicht die eindeutig sadistische Jobcenter-Fachkraft, die sich an ihrer Macht und an deiner Angst aufgeilt, sondern ich meine eine idealisierte Jobcenter-Fachkraft. Eine, die sich an die Regeln hält und das Jobcenter Droh- und Sanktionsregime ganz regelkonform umsetzt. Eine Fachkraft, die ganz gesetzeskonform Menschen erniedrigt, einschüchtert, sanktioniert und deren Leistungen einstellt. Bis vor ein paar Jahren war es ja auch noch ganz legal, den Hilfebedürftigen alle Leistungen inklusive Kosten der Unterkunft, einzustellen. Das heißt, es war gesetzeskonform, eben mal menschliche Schicksale komplett zu zerstören und dafür zu sorgen, dass Menschen alles verlieren, auf der Straße landen und sich gegebenenfalls aus Verzweiflung das Leben nehmen. Ich glaube, es gibt keine Statistik darüber, wie viele Menschen aufgrund des Jobcenters und ihrer ganz persönlichen Jobcenter-Fachkraft in den Suizid getrieben wurden. Aber auch wenn es keine Statistik dazu gibt, die Fälle gibt es, da kann mir niemand was anderes erzählen. Und wenn ihr jemanden kennt, der oder die auf der Straße gelandet ist oder vom Jobcenter in den Suizid getrieben worden ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das nicht zu persönlich ist. Ich meine mit dieser Frage bezüglich der Schuld auf jeden Fall eine ganz normale Jobcenter-Fachkraft ohne besonders ausgeprägte, krankhafte, sadistische Züge. Ich weiß aus den Kommentaren, es gibt immer wieder Bürgergeldis, die sagen, die Fachkräfte, die können ja gar nichts dafür, die machen ja nur ihren Job. Und es gibt sogar Menschen, die ihre Fachkräfte loben für ihre Menschlichkeit. Aber es ist Tatsache, dass die systemische Funktion des Jobcenters und der Hartz-Gesetze bzw. des Bürgergeldes und damit auch der Jobcenter-Fachkräfte ist, die Arbeiterklasse zu spalten und die Kundinnen psychisch und existenziell so fertig zu machen und weich zu kneten, dass sie gefügig sind bzw. folgsam. Und den Niedriglohnsektor und Zeitarbeit und den ganzen Maßnahmenquatsch mitmachen. Das Jobcenter ist damit eigentlich der Motor, der dieses ganze Scheißsystem, das Mensch und Natur zerstört, am Laufen hält, würde ich persönlich sagen. Darum meine Meinung zu der Frage, ob jede Jobcenter-Mitarbeiterin Schuld trägt, ist eindeutig ja. Ich persönlich denke, jeder Mensch trägt die Verantwortung für sein Tun und ich glaube, die Früchte deiner Arbeit, die kleben wie ein Schatten an dir und die wirst du nicht so schnell los. Karma und so weiter.
Die Frage ist vielleicht, macht es einen Unterschied, ob eine Fachkraft besonders nett ist und dir vielleicht lächelnd deine Würde, deine Freiheit und Selbstbestimmtheit und deinen Regelsatz nimmt? Macht das das Ganze weniger schlimm? Und dann noch eine Frage in dem Zusammenhang. Muss das Jobcenter-MitarbeiterInnen diesen Job machen? Zwingt irgendjemand sie, ihn oder es, diesen menschenverachtenden Job zu machen? Steht da irgendjemand und setzt ihm, ihr, ihn die Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt andere Menschen unterdrücken und gegen ihren Willen zu Sachen zwingen, die sie gar nicht wollen? Ich würde sagen, nein, ich würde sagen, die macht das freiwillig. Die sogenannte Fachkraft hätte ja zum einen die Möglichkeit, sich einen anderen Job zu suchen. Andererseits könnte sie auch ganz einfach einen Antrag auf Bürgergeld stellen. Die weiß ja am besten, wie das funktioniert. Darum, ich würde total verweigere auf jeden Fall recht geben. Jede Jobcenter-Mitarbeiterin, jeder Jobcenter-Mitarbeiter, der dabei mitmacht, lädt eine schwere Schuld auf sich. Was glaubt ihr? In diesem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant. Ein paar von euch kennen bestimmt dieses Milgram-Experiment, bei dem TeilnehmerInnen die Rolle bei dem TeilnehmerInnen in die Rolle eines Leiters oder einer Leiterin schlüpfen, der einen Schüler auf Anweisung eines Versuchsleiters mit Elektroschocks bestraft hat, wenn der Schüler nicht korrekt geantwortet hat. Das Schockierende an diesem Experiment war, dass fast zwei Drittel der Teilnehmenden bereit waren, Stromschläge bis zu 450 Volt, also eine tödliche Dosis Strom zu verabreichen, wenn eine Führungsperson es so aufgetragen hat und es angeblich der Wissenschaft bzw. der Gesellschaft dienlich war. Es müssen wohl dabei wohl bestimmte psychologische Mechanismen in Kraft treten, dann schalten Menschen ganz schnell von sozialverträglich und mitfühlend auf MörderIn um. Und wer trägt dabei die Schuld? Sind wir als Menschen verantwortlich für unser Handeln oder sind wir einfach dumme Schäfchen? Was denkt ihr? Und falls ihr denkt, ja, die Jobcenter-MitarbeiterInnen tragen eine Schuld, was wäre eine angemessene Strafe bzw. Motivation? Und falls hier Jobcenter-MitarbeiterInnen zuschauen, ich weiß, es gibt ja immer mal wieder ein paar, die sich auch trauen zu kommentieren, wie seht ihr das? Habt ihr euch überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich freue mich natürlich auch besonders über eure Kommentare. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.